Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgens Jakob von den Frakta und ich bin wieder in Geheimnisnacht. Der Warhammer Total Conversion Mod für Crusader Kings 2. So. Ja, das dürfte zügig zu Ende gegangen sein. Anno vom Hochland rückt mit seinen 340 Hochländern ab. Gott, den Ork da mal aufgeräumt. Weiter geht's mit vielen Menschen. Das beruhigt auch wieder viele von den Vasallen, weil die das beeindruckt, wenn wir irgendwelche Gegner des Imperiums platt machen. Ja, Karoburg haben wir ordentlich Streubesitz im Süden gegeben. Sehr schön, wieder was fertig geworden. In Hufen. Wir sind jetzt sogar Baron von Hufen. Nein, wollen wir gar nicht sein. Was ist mit dir, Valentin? Ja, da ist aber schon so. Ach stimmt, das hatten wir schon mal geklärt, gell? Und Kuno, da hat sogar einen Sohn, der Graf ist. Gott, dann holen wir uns wieder einen Priester. Wie passend. So. Da wird jetzt kräftig belagert. Und da wird ordentlich abgeschlachtet. Sehr schön. Kannst du mich mal gern habe. Ich tue doch nicht hier den. So. Darfst du den Knast teilen mit einem Team? Ja, keine Ahnung. Den können wir jetzt aber eigentlich mal langsam wieder rauslassen. Ich glaube, der macht jetzt keinen Quatsch mehr. Außerdem ist er eh lungenkrank. Wir verfüttern ihn an unseren Greif. Sehr schön. Das machen wir bis nächstes Mal, wenn wir so ein Tiermanager und Ork eingesperrt haben. Nee, ist in Ordnung. Du hast lang genug eingesperrt. So. Ich hoffe, er hat was draus gelernt und hört auf mit dem Käse jetzt. Warte mal. Die will ja schon Witter.
Bringt dir überhaupt nichts, die einzusperre. Mit dem haben wir geredet, gell, ja. Gut. Ja, lang hat er die Stadt nicht gehabt. Also im Bögenhafen, ich sehe es doch ein, wir müssen uns da selbst drum kümmern. So. Dürfen die denn eigentlich einen heiligen Krieg gegen die führen? Wir dürfen das nicht. Oh, wir dürfen doch. Ich wusste gar nicht, dass wir die großartige Republik Waldafort überhaupt haben. Ah. Bis gerade eben wusste ich gar nichts von der... Ja, wie auch immer. Warum darf ich jetzt wieder nur noch 8 haben? Muss man nicht verstehen. Egal. Ach nein, ich darf den jetzt wahrscheinlich Krieg erklären, weil ich jetzt hier ja einen Anspruch durchsetzen kann. Ich habe ja jetzt einen Casus Belli hier wegen dem Fürstentum. Die haben ja Anspruch auf die Gebiete hier. Ja, ihr könnt ja mal die hier weghauen. Ah, oh, okay. Ein Junge wäre jetzt besser gewesen, aber sei es drum, dann nennen wir die jetzt auch Sigmala. Ist jetzt nicht unbedingt der Name, der Glück bringt, würde ich mal behaupten, dann nehmen wir Sassi-Hilde. Oh, okay.
Der Flat, der gibt auch nicht auf, oder? Obwohl er wahrscheinlich jetzt wieder auf die Nase bekommen wird. Ja, die 10 Gold nehmen wir mit. Oh, das ist ja bald beendet. Sehr schön. Oder gibt es schon jetzt noch? Nö. Das eine Prozent will... Das eine Prozent will... Darum geht's jetzt. Die sind wie Moskitos, diese Plünderer. Obwohl, die erwischen wir. Oh, halt. Was? Wer bist du denn überhaupt? Wer ist denn Fritz? Fritz geheim. Der Großlektor von Na will Slanesh konvertieren, Krempels machen. Du hörst auf mit dem Quatsch. Die will meine, also die Mutter des Imperators zu Slanesh bekehren. Ey, warum sind eigentlich mehr die Priester-Muggel die schlimmsten hier, wenn es zum Überlaufen geht zu den Chaos-Kultisten? Irgendwie im Muster, oder? Gut, die hauen wir auch weg. So, der Fritz darf heim. Da haben wir auch gesehen. Okay, na, mach mal hin. Ich will es aber nicht riskieren zu stürmen, immerhin führt der Imperator gerade selbst die Truppe. Sehr schön.
brauchen ja nur noch eine einzige kleine irgendwas und dann ist gut. Ja, sobald wir es mit Hochland geklärt haben, werden wir das mit Waldesruh, glaube ich, obwohl, ne, so jetzt ist es auch egal, solange er sich eh nicht erhebt, ist mir das wurscht. Im Moment zumindest. Ich will jetzt endlich mal das Imperium wieder vergrößern. Ich will Krieg gegen Mittelland führen. Danach ist immer noch Zeit, sich um das Pakt da zu kümmern. Na also. So, willkommen zurück im Imperium. Meine liebe Rebecca vom Hochland, willkommen im Reichsrat als Fürstin vom Hochland. Ich lasse dir sogar deine Herrschaft. Und Kotilda, du bist die Herzogin von Weißberge. Sei es drum. Das machen wir anders. Du kriegst Kiefer und Dings, das müsste eigentlich beruhigen. Halt, das sind aber keine. Nein, Gott. Ich weiß, dass ich die genauso gut jetzt irgendwie wahrscheinlich absetzen könnte und da Sigmariten reinsetzen, damit die irgendwie zu Sigma, aber das ist mir ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Die dürfen ruhig zu Ulrich beten, das ist mir aber so wurscht. Na, leider. Pass auf, wir schenken dir sogar noch ein Geschenk. Und wir geben dir sogar noch... der Clown muss jetzt nicht sein. So. So gut es geht, in Freundschaft quasi aufgenommen. Entlassen wir jetzt mal die Truppen. Mal sehen, wieso sollten wir darüber marschieren, weil als nächstes sind die hier dran. Und wir holen uns das Zentrum. Wir schneiden ihn gerade das größte Brocken aus der Mitte raus. Und hinterher kümmern wir uns um die restlichen Bröckchen. Aber das machen wir im nächsten Video. Ja. Dann, ich wünsche euch was. Wir sehen uns hier wieder. Macht's gut. Tschüss.